Hallo liebe Freunde und Freundinnen von Mittelstadt TV. Heute kommen wir zu einem neuen Tutorial. Und zwar, wie baue ich einen Bausatz von Müllersbruch-Buhnen, der aus Resin besteht. Den Bausatz, den ich hier jetzt gleich auspacke, ist Artikel 1-015, große Hinterhofwerkstatt. Und wie bereits schon gesagt, besteht dieser Bausatz komplett aus Resin und hat in dem Sinne dadurch seine kleinen Besonderheiten. Wie wir jetzt hier schon sehen, Resin wird ja im Gussverfahren hergestellt, während zum Beispiel ein Fallerbausatz oder Vollmer oder Kibri, wie auch immer, im Spritzguss hergestellt wird. Das heißt also, dass diese Bausätze in Form eingespritzt werden, während Resin, ich vergleiche es jetzt einfach mal wie bei Gips, in eine Silikonform gegossen wird und dementsprechend ein wenig mehr zu bearbeiten ist. Wir können jetzt hier schon sehen, ich bearbeite das Ganze mit einem Bastelmesser, schneide das überzählige Resin aus den Fensteröffnungen heraus, sowie auch einmal drumherum muss der Grat dementsprechend abgeschnitten werden und auch ganz wichtig, die Übergänge zwischen den Bauteilen müssen schön sauber sein. Für jeden, der noch nie so einen Bausatz benutzt hat, kann ich nur empfehlen, bevor ihr es komplett auspackt, so wie ich es jetzt gerade gemacht habt, holt euch erstmal die Beschreibung raus. Da ist sehr gut beschrieben, wie man diese Teile zu bearbeiten hat und was man damit zu machen hat. Und dann ist es eigentlich auch keine Schwierigkeit. Ja, hier könnt ihr jetzt gerade sehen, wie ich die Übergänge, die Kantenübergänge schön säubere. Und da ist es wirklich wichtig, dass dann halt diese 45 Grad schön entstehen, damit wir nachher die Ecken vernünftig verkleben können. Ja, wenn das Bastelmesser mal nicht mehr ausreicht, dann tut es auch gut, ein sehr scharfer Cutter. Wichtig ist halt, dass die Schneidkanten immer schön scharf ist und nicht schon, ja, wer weiß wie abgenutzt. So, alles was jetzt überzählig ist, so wie die Fensterfolie und auch Bauteile, die man jetzt im Moment nicht braucht, packen wir erstmal wieder weg. Und dann geht es mit dem Bearbeiten der Wandteile weiter. Hierbei ist halt auch immer wieder wichtig, genau hinschauen, mit dem Finger die Kanten abfühlen und auch nachher Form verbauen, das werdet ihr aber gleich noch sehen. Erstmal Probe halten und eventuell nochmal nachschneiden. Ihr könnt schon an der Unterlage sehen, dass es doch im Gegensatz zu einem Plastikbausatz mehr zu, ja, entgraten kommt und Müll dabei entsteht. Aber dafür sind diese Bausätze halt auch ein bisschen spezieller und haben ihr ganz eigenes Flair. Obwohl Resin ja auch eine Art Kunststoff ist,
Finde ich aber trotzdem, dass diese Bausätze, also ich habe da schon mittlerweile mehrere von gebaut, ihren ganz eigenen Charme haben. Und dementsprechend nicht wirklich vergleichbar sind mit den Bausätzen von den großen Herstellern. Ja, immer wieder gucken. Das ist natürlich jetzt eine Zeitrafferaufnahme abgespielt, weil sonst wäre das Video, was es sowieso nachher schon wird, viel zu lang. Aber ihr seht, es ist doch einiges zu tun. Aber wie heißt es so schön? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und kommt doch zum Erfolg, ne? Ja, und hier konntet ihr jetzt gerade sehen, wie vorteilhaft es halt ist, dass das Messer richtig scharf ist. Dann schälst du so manchen Grad wie so eine Schale von der Kartoffel ganz einfach ab. Ja, jetzt haben wir die großen Teile im Grunde genommen alle fast fertig. Mittlerweile sind wir schon bei der Tür. Bei den Fenstern sei dazu gesagt, ist es erst recht wichtig, dass das Bastelmesser richtig scharf ist, weil man nur mit der Spitze ganz vorsichtig an den Fensterstreben entlang schneiden kann. Und ja, wenn man da zu viel Druck ansetzen würde, kann man natürlich schnell mit dem Messer so eine Strebe wegschnippeln. Ist in meinen Augen jetzt allerdings auch nicht so schlimm, weil zum einen Fenster sind immer genügend, also mehr als man eigentlich für den Bausatz braucht, in dem Bausatz mit drin. Des Weiteren hat man mal so eine Mittelstrebe zum Beispiel erwischt, dann braucht sie da eigentlich nicht gleich weinen oder sagen, oh Gott, was mache ich jetzt? Stellt doch einfach ein offenes Fenster dar. Auch sowas ist ganz leicht eigentlich gemacht. Und wenn dann noch eine Preiserfigur zufällig da auch noch rausgucken sollte, dann ist es doch noch einfacher.
Man muss halt immer aus jeder Situation das Beste machen. Und vor allem, man muss immer Ideen haben. Ganz wichtig in diesem Hobby. Dann kann man eigentlich aus jeder Miserie noch wieder was Positives herausholen. Wie sowieso ja immer mein Motto in diesem Hobby: ausprobieren. Immer ausprobieren, machen, und aus Fehlern lernt man sowieso dazu. So, jetzt haben wir das Ganze endlich geschafft. Der Arbeitsplatz wird natürlich erstmal wieder gründlich gereinigt. Und die Teile werden nach ihren Bauphasen sortiert. Dafür haben wir jetzt so eine Schale geholt, für die ganzen Kleinteile. Die kommen jetzt erstmal in diese Schale. Die Wandteile, ihr seht hinten drauf, ist immer mit Edding eine Nummer geschrieben. Dementsprechend werden sie ja nachher zusammengebaut. Ja, wie ich es ja schon mal eben erwähnt habe, ganz wichtig, einmal bitte die Anleitung durchlesen. Da steht zum Beispiel auch drin, wenn man die Teile entgratet hat, dass man sie mit einer Seifenlauge nochmal abwaschen soll, bevor man nachher wirklich mit dem Zusammenbau anfängt. Ja, des Weiteren wird auch empfohlen, den Bausatz, weil er ja nur durch die 45 Grad Winkel und dem Kleber hält, nochmal zu unterstützen. Hierfür nehme ich dann halt von Evergreen L-Profile. Auch hier jetzt nochmal zu sehen, ganz wichtig, immer erst eine Passprobe machen, bevor die Teile wirklich zusammengeklebt werden. Gerade für solche Bausätze ist es sehr wichtig, eigentlich, dass man vernünftige Hilfsmaterialien hat, wie Winkel oder Eckmagneten. Auch die werdet ihr gleich mal im Film sehen. Das erleichtert einem die ganze Sache wesentlich. Ja, die Wandteile klebe ich also mit Kunststoff-Sekundenkleber. Umso schneller habe ich natürlich den Halt. Resin kann man aber zum Beispiel auch mit von Falla den Plastikkleber nehmen. Auch der hält. Der große Vorteil ist natürlich bei dem Kunststoff-Sekundenkleber, einmal eben schnell mit Aktivator sprühen und die Sache ist wirklich sofort bombenfest. Und ich kann das Zusammengebaute auch mal eben schnell wieder bewegen. Sollte natürlich nicht den Kleber dann da drüber schütten, so wie jetzt gerade eben passiert. Aber auch von dieser Bastelplatte kriegt man ihn ja schnell wieder runtergeschnitten. Ja, und wie ihr seht, das ist eigentlich relativ einfach, eben die Evergreen-Profile anzeichnen, schneiden. Nächste Teil einkleben, anpassen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel diese Eckmagneten.
für diesen Häuserbau oder auch wenn man zum Beispiel selbst was macht aus Polystyrolplatten oder Karton, sind diese Hilfsmittel natürlich einfach unentbehrlich und erleichtern einem die Sache ungemein. Solche Winkel, wie ihr sie hier im Film jetzt stehen seht, habe ich mir damals, glaube ich, besorgt bei eBay. Da gibt es jede Menge Anbieter, die Winkel von 100 mm bis zu 500 mm oder noch größer anbieten. Und diese Eckmagneten gibt es auch von 2-3 Firmen. Bekommt man eigentlich auch im guten Fachhandel. Und sollte man sich dann wirklich, wenn man mehr bastelt als nur ein, zwei Häuser, sei es mal jetzt so salopp gesagt für die Modellbahn, besorgen. Ihr seht, es ist einfach ratzfatz, auch wenn der Film jetzt schneller läuft, aber man setzt die Teile vernünftig aneinander, setzt die Magneten an, braucht dann nur noch die Profile einschieben und aktivieren und schon ist alles fertig. Ja, das soll es mit Teil 1 gewesen sein. Ich freue mich, wenn ich euch dann bei Teil 2 weiter wiedersehe. Wie ihr hier schon seht, zeichne ich jetzt mir hier aus Kartonage eine Bodenplatte. Aber was es damit auf sich hat, seht ihr in Teil 2. Tschüss!